Wir bekommen natürlich sehr viele Mandantenanfragen zu Strukturen, bei denen einer in der Rechtsform der GmbH Gewinne mit 30% Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer belastet hat und die Gewinne anschließend in der GmbH drin gelassen hat. Über Jahre und Jahrzehnte haben sich sehr große Geldbeträge aufgestaut, meistens deutlich über 1 Million Euro, meistens 15 oder auch 50 Millionen Euro. Die Frage ist dann immer die gleiche: Wie bekomme ich das Geld nun steueroptimiert aus der Gesellschaft raus und wie kann ich auswandern ins Ausland? Hier gab es in den letzten 10, 15 Jahren ein grandioses Gestaltungsmodell, insbesondere mit einer Zwischenholding in Österreich, wie man das hinbekommen hat. Ohne Wegzugsteuer auswandern und danach die kompletten 10 Millionen Euro steuerfrei rausholen. Dazu haben viele Kanzleien auch wir beraten. Das Gesetz hat sich an dieser Stelle allerdings ein bisschen verändert und deswegen will ich diese Gestaltung hier heute präsentieren und ich will auch sagen, an welcher Stelle sich das Gesetz verändert hat und wie es weiterhin funktioniert. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Jun und unsere Kanzlei berät Sie im nationalen und internationalen Unternehmenssteuerrecht. Und das sind genau solche Modelle. Eine Privatperson, die im Idealfall 100% an der GmbH hält, die nun auswandern will ins Ausland ohne Wegzugsteuer. Gleichzeitig will sie die gesamten Gewinne aus der GmbH rausschütten oder ausschütten, am besten ohne 25% Kapitalertragsteuer. Ja, und so die Steuerbelastung natürlich erheblich reduzieren. Wir haben hier viele Modelle, wie man die Wegzugsteuer vermeiden kann. Wir haben auch viele Modelle kostenlos bei YouTube zur Verfügung gestellt, wie man an das Geld drankommt, ohne Kapitalertragsteuer zu zahlen. Aber wir haben nicht jede Gestaltung online. Insbesondere die Top-Gestaltung, das sind meistens die Modelle, die wir in der Schublade behalten, die wir nur dann umsetzen, wenn Mandanten uns beauftragen und unseren Rat fragen. Deswegen meine Empfehlung, schauen Sie sich das Video an, rufen Sie aber auch bei uns in der Kanzlei an, weil wir können Ihnen dann individuell weiterhelfen. Dieses Modell haben wir mit der österreichischen Top-Kanzlei häufig umgesetzt. Das hat funktioniert, hervorragend funktioniert. Wie funktioniert das und wie ist die aktuelle Rechtslage dazu? Funktioniert das immer noch? Also, wie funktioniert's? Der Gedanke ist, Sie wandern aus ins Ausland. Dann sind Sie im Ausland. Dann halten Sie zunächst die Anteile an der deutschen GmbH, aber nicht lange. Sie gehen dann nämlich relativ schnell hin und gründen eine Holding GmbH in Österreich. Nach österreichischem Recht. So, dort drunter positionieren Sie dann die Anteile der deutschen GmbH. Hierzu hat man sich in der Vergangenheit eine einfache Regelung weggemacht und gesagt, die Wegzugsteuer, die wollen wir unbefristet lang stunden. Solange du danach in der Europäischen Union bleibst, zum Beispiel in Österreich, löst das die Wegzugsteuer nicht aus. Danach kannst du natürlich weiter auswandern, wohin du möchtest, solange du innerhalb der Europäischen Union bleibst. Dann, das war der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ich bringe die deutsche GmbH ein in die österreichische Holding GmbH. Die hat ja nun einen Wert von 10 Millionen Euro. Und dann kann ich in Österreich den Antrag stellen, dass meine Anschaffungskosten für die Einbringung der blauen GmbH in die rote Holding mit 10 Millionen Euro bewertet werden. Eben mit dem Argument, dass ja in dass Deutschland eben bei mir die Wegzugsteuer erhoben hat. Ich habe sie zwar nicht gezahlt, aber ich habe einen Steuerbescheid über die Wegzugsteuer auf diese 10 Millionen Euro. Österreich hat daraufhin dann 10 Millionen Euro Anschaffungskosten auf die Holding zugelassen und den gleichen Betrag in die sogenannte Kapitalrücklage eingestellt, also 10 Millionen Euro. Das bedeutet, dass der Unternehmer sich jetzt jederzeit 10 Millionen Euro steuerfrei aus der Kapitalrücklage auszahlen kann auf sein privates österreichisches Girokonto. Hat Ihr Steuerberater Sie zu solchen Gestaltungsmodellen bereits beraten? Wenn nicht, dann rufen Sie gerne einmal bei uns an. Als Spezialkanzlei beraten wir Mandanten wie Sie genau zu solchen Gestaltungsmodellen. Die Kontaktdaten, die blende ich nun einmal hier ein. Wir freuen uns darauf, Sie bei genau solchen Spezialthemen beraten zu dürfen. Häufig kommt dann die Frage, ist die Einbringung der GmbH-Anteile in die Holding nicht ein Verstoß gegen die Stundungsauflagen? Weil die Stundung, dafür muss ich innerhalb der Europäischen Union bleiben und ich darf meine blauen GmbH-Anteile nicht verkaufen. Aber die Einbringung in die Holding, das ist kein Verstoß gegen die Stundungsauflagen. Ich muss danach nur weiter zu 100% an der Holding beteiligt bleiben und dann ist das kein Verstoß gegen die Stundungsauflagen. Dann funktioniert das. In der Praxis kommt es jetzt so ein bisschen auf die Reihenfolge an. Es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich beschließe erst eine Gewinnausschüttung oder eine Auszahlung aus der österreichischen Holding aus der Kapitalrücklage gegen Verrechnung meiner Anschaffungskosten. Dann entsteht eine Forderung gegen die österreichische Holding. Anschließend hat man die 10 Millionen Euro steuerfrei ausgeschüttet an die österreichische Holding. Die lagen dann anschließend auf dem Girokonto und dann bin ich quasi hingegangen und habe die 10 Millionen Euro ausgezahlt gegen Verrechnung der Forderung auf das Privatkonto. Das ist die Variante, die wir empfohlen haben. Es gibt auch die andere Variante, die sagt, man schüttet erst aus von der deutschen GmbH an die österreichische Holding. Die macht dann einen Gewinn von 10 Millionen, der steuerfrei ist. Und erst im zweiten Schritt
zahle ich das denn gegen Verrechnung der Kapitalrücklage aus? Das ist über die sogenannte Verwendungsreihenfolge, die es im deutschen Steuerrecht gibt und im österreichischen Steuerrecht auch bei sogenannten Kapitalrücklagen und dem steuerlichen Eingangskonto, nur unter Umständen möglich, also ein bisschen wackelig. Deswegen sind wir die zweite Variante nicht gegangen, sondern die erste Variante. Die erste Variante ist auch deutlich besser, weil damit ich diese Gewinnausschüttung von hier nach hier vornehmen kann, brauche ich eine Freistellungsbescheinigung vom Deutschen Bundeszentralamt für Steuern, dass Gewinnausschüttung von der deutschen GmbH an die österreichische Holding keine Kapitalertragssteuer auslösen, also komplett steuerfrei sind. Dafür muss die Holdinggesellschaft ein bisschen operative Tätigkeit entfalten. Und dann sind wir in der Praxis hingegangen, erst Wegzug, dann Auszahlung aus der Kapitalrücklage, dann operatives Business reinbringen und dann die Gewinnausschüttung steuerfrei, dass auch das Geld ankommt. Weil dann, wenn das Geld da ist, kann ich die Forderung auch zurückzahlen. Viele Mandanten haben das dann steueroptimiert auf die Spitze gebracht. Dabei handelt es sich hier um Immobiliengesellschaften. Immobiliengesellschaften haben in Deutschland auf die Mieteinnahmen nur 15% gezahlt. Hätte ich die Gewinne ausgezahlt, hätte ich nochmal 25% Steuern gezahlt. Aber ich bin eben nicht den Weg der direkten Gewinnausschüttung gegangen, sondern ich bin den Weg gegangen, dass ich hier eine Holding zwischengeschaltet habe. Dann habe ich nur einmalig 15% Steuern gezahlt. Ich zahle das dann an die österreichische Holding aus und von der österreichischen Holding steuerfrei meine Privatperson. Und dann kommen bei Ihnen privat 85 Euro netto an, anstatt 25% mehr Steuern zahlen in Deutschland. Es ist jetzt auch kein Problem, dass Sie das Geld, was Sie dann auf dem privaten Girokonto haben, mitnehmen in ein anderes EU-Land und dann weiter auswandern. Auch das wäre an dieser Stelle möglich gewesen. Wir nutzen nur den Trick und die Gestaltung in Österreich mit der Kapitalrücklage und der Auszahlung aus eben dieser Rücklage, den sogenannten steuerlichen Einlagenkonto. Wie verhält es sich nun nach aktuellem Steuerrecht? Funktionieren solche Gestaltungen weiter? Ich habe eingangs gesagt, ich kann diese Gestaltung, die ja durchweg sehr genial ist, jetzt hier kostenlos bei YouTube zur Verfügung stellen, weil eben das Gesetz sich etwas geändert hat. Und was hat sich geändert? Es hat sich diese Regelung geändert. Es gibt keine unbefristete Stundung mehr, wenn Sie in ein EU-Land wegziehen. Seit dem 01.01.2022 müssen Sie die Steuer in 7 Jahresraten zahlen, wenn Sie nach Österreich auswandern. Das habe ich bereits in diesem Video hier oben einmal ausführlich dargestellt. Und damit macht es diese Gestaltung deutlich komplizierter. Es gibt dennoch zahlreiche Gestaltungen, wie Sie ins Ausland wegziehen, ohne Wegzugsteuer und mit Optimierung der Kapitalertragssteuer. Das sind natürlich wiederum neue Modelle, die so bei YouTube noch nicht öffentlich sind. Wenn Sie Fragen dazu haben und eine Beratung in Anspruch nehmen wollen, dann rufen Sie sehr, sehr, sehr gerne an. Weil nur, wenn Sie anrufen und einen Beratungstermin vereinbaren, dann können wir Sie unterstützen in einer individuellen Beratung und solche und ähnliche Modelle mit Ihnen umsetzen. Ich freue mich auf Ihren Anruf.